Ich hatte eine grauenhafte Woche. Ach du Scheiße! Ach Scheiße! Au! Verdammte Scheiße! Bist du ein gutes Produkt? Bist du ein gutes Produkt? Ja, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Hi meine Bösschen, herzlich willkommen bei Ukes Beauty Palace. Heute zeige ich euch mal, wie man sich fantastisch mit einem Stück Käse im Gesicht einreiben kann. Liebe Freunde des sinnvoll gestalteten Alltags, in den Supermarktregalen unserer Leistungsgesellschaft findet sich eine Unzahl von Produkten, die nicht nur mir das Leben zur Hölle machen, sondern auch ganz nebenbei unsere Umwelt versauen. Fangen wir mal an mit den Plastiktüten. Da kann man nicht mal mehr als 4 Flaschen Bier reintun, dann geht gleich alles kaputt. Ich empfehle stattdessen als modebewusster It-Boy und Trendsetter eine formschöne Jute-Tasche. Und von Mitte bis Prenzlberg wird man überall damit fantastisch ankommen. Weiterhin auf Platz 2 der sinnlosen Sünden haben wir einen sogenannten Einmalgrill. Also das ist an Sinnlosigkeit nicht zu überbieten, denn was kann man damit sonst machen, außer schwarze Löcher in Parks brennen? Mein Liebling, dieser Einmalkäsehobel, da kann man eigentlich nichts mit anfangen, außer tatsächlich Käsehobeln. Das, gebe ich zu, kann man damit allerdings auch sehr gut. Sollte man dieses Gerät aber eigentlich dafür benutzen wollen, um sich damit den Bart zu rasieren, dann kann ich nur sagen, bitte nicht, sondern holt euch einfach einen ganz normalen Mehrfach-Nassrasierer. Das ist völliger Quatsch. Da sind schon Leute dran gestorben wahrscheinlich. So, was haben wir noch? Macht mich besonders wütend. Hier drin, in diesen kleinen Kapseln, ist Kaffee. Und zwar so ein bisschen Kaffee. Aber drumherum haben wir einen Haufen an Alu und an Müll. Die Dinger sind noch mal verpackt, das reicht nicht. Nein, die muss man auch noch mal so verpacken. Alter, wo sind wir eigentlich? So. Dann Alufolie, hallo. Wofür gibt es denn eigentlich diese fantastischen Becher? Da kann man alles fantastisch reintun. Was sollen wir mit sowas? Na gut, es gibt einen fantastischen Nutzen. Ja, wenn man der Meinung ist, dass die Weltregierung uns regiert mit irgendwelchen komischen Strahlen oder Chemtrails negativ auffallen, kann man sich fantastisch einen Aluhut damit wickeln. Da geht dann auch nichts mehr durch. Nicht mal dazu zu gebrauchen. Diese Behältnisse hingegen. Gute Produkte kaufen, das ist doch mal ein guter Vorsatz. Tut einem selber gut und ist auch gut für die Umwelt. Uke and out.